Und damit ein freundliches Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Tag unserer NewCon. Wir sind hier im ersten Webinar-Slot. Freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Sebastian Ritter und ich werde heute für Sie moderieren. Worüber sprechen wir heute? Es geht um makellose Kundenzentrierung dank globaler Vertriebsdigitalisierung bei Schwan Cosmetics. Bevor wir starten, hätte ich noch ein paar Hinweise für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Wir werden während des Vortrags Umfragen einblenden. Sie können gern per Klick abstimmen oder Sie können auch Ihre Meinung in den Chat schreiben. Auf den Chat gehe ich gleich nochmal ein. Dort können Sie auch Ihre Fragen an uns loswerden. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie am Ende uns ein bisschen Feedback geben. Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Was können wir vielleicht besser machen? Während wir gleich sprechen, entsteht hier oben rechts ein Graphic Recording. Das bekommen Sie dann auch im Nachgang zum Download angeboten, entsteht live während der Session. Und wie eben angesprochen, der Chat hier unten rechts, können Sie uns mit Fragen löchern. Und wir können das ganz gerne mal gemeinsam ausprobieren. Ich bin ja heute schon eine Weile wach und habe früh erst mal Kaffee getrunken. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie vielleicht auch schon Kaffee getrunken oder sind Sie eher Team Tee? Schreiben Sie es mir kurz in den Chat, ob Sie eher Team Tee oder Team Kaffee sind. Ja, ich sehe schon, also ein ganz großes Team Kaffee am Start. Team Tee, Team Kaffee, sehr gut. Der Chat funktioniert also. Genau dort unten können Sie schreiben. Sie sehen, das ist anonymisiert. Also niemand weiß, wie viel Kaffee Sie heute schon getrunken haben. Alles gut und wir sehen das dann entsprechend. Und wenn Sie Fragen haben, würde ich das dann direkt an unsere Referenten weiterleiten. Apropos Referenten, wir haben heute zu Gast Denise Jurath. Denise Jurath ist Vice President Global Customer Loyalty Management bei Schwan Cosmetics. Und wir haben Christine Mikan zu Gast. Sie ist Projektleiterin Digital Sales und Service bei der T-Systems MMS. Ich habe heute die Möglichkeit, die beiden mit Fragen zu löchern. Bevor wir aber anfangen, würde ich gerne mal die Frau Jurath bitten. Ja, Schwan Cosmetics, was macht ihr da eigentlich? Ja, auch hallo von meiner Seite. Schwan Cosmetics ist ein Teil der Schwan Stabilo Firmengruppe. Wir haben den ersten Kosmetikstift erfunden vor über 90 Jahren und sicherlich kennt uns nicht jeder, aber ich bin mir sicher, jeder, der sich schminkt, hat ein Produkt von uns zu Hause im Kosmetikschrank oder Tasche, weil wir stellen Kosmetikstifte für alle großen Marken weltweit her, auch für kleinere Marken und sind somit im B2B-Bereich beschäftigt. Wir sitzen in Heroldsberg, das ist in der Nähe von Nürnberg und haben 8 weitere Standorte weltweit mit über 2600 Beschäftigten. Okay, dann freue ich mich, dass ich euch beide jetzt mit Fragen löchern kann. Lassen Sie uns da erstmal über die Ausgangssituation sprechen. Warum hat sich denn Schwan Cosmetics für die Digitalisierung der Vertriebsprozesse überhaupt entschieden? Ja, bei uns und wahrscheinlich wie in fast vielen Industrien sind einfach die Märkte viel dynamischer geworden. Sie sind globaler und schneller geworden. Wir haben aber auch gesehen, dass die Kundenbedürfnisse sich einfach geändert haben. Unsere Kunden sind auch schneller geworden, wollten aber oder wollen maßgeschneiderte Produkte und es sind auch neue Kundensegmente auf den Markt gekommen. Und weiter haben wir, wie ich gerade gesagt habe, ein sehr großes Sales-Team, das global sitzt an verschiedenen Standorten, die bis zur Einführung in fragmentierten Prozessen und siloartig mit verschiedenen Systemen gearbeitet haben. Und einfach um näher an die Kunden zu rücken, mehr Zeit mit dem Kunden zu haben, haben wir gesagt, wir müssen diese Silos aufbrechen, wir müssen effizienter arbeiten, Transparenzen erhöhen und auch unsere Vertriebssteuerung verbessern und auch die Kundenzentriertheit im Unternehmen verbessern, sodass jeder eigentlich die Kundenbedürfnisse kennt und somit wir näher an unsere Kunden rücken. Dann, ja, es wurde sich ja für Salesforce als die zentrale Kundenplattform aufgesetzt. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen. Ja, wie wurde das denn überhaupt als Projekt aufgesetzt und warum fiel denn dann letztendlich die Wahl auf Salesforce? Ja, wir haben ein klassisches Projekt aufgesetzt. Das heißt, wir haben eine Zielsetzung gemacht, wir haben klare Rollen vergeben, wir haben ein Change Management gemacht und
Dann haben wir das Projekt in zwei Teile geteilt. Wir haben einen MVP-Ansatz gemacht mit aber auch begeisterten Elementen und haben auch eine zweite Phase gemacht mit erweiterten Prozessen. Und aus dem Grund haben wir dann aber auch, weil wir wussten, dass wir auch hier ein Change bei uns im Unternehmen machen, haben wir auch ein Change Management aufgesetzt mit verschiedenen Themen, die wir dort reingefügt haben. Also wir haben einen Kommunikationsplan aufgesetzt. Wir haben uns überlegt, wie wir die Feedbackschleifen von den Kollegen zurückbekommen. Promotoren haben wir eingesetzt und haben das Ganze aber auch emotional begleitet. Und haben einen ja, nahen Verwandten vom Salesforce Astro erfunden, um einfach, ja, das Projekt sollte halt auch Spaß machen. Da, wie wurde das dann denn konkret umgesetzt, das Projekt? Ich glaube, hier haben wir gerade einen Switch in den Folien. Genau, das war das, was ich gerade gesagt hatte, dass wir das so gemacht haben. Und warum wir uns für T-Systems oder beziehungsweise auch als Salesforce als Implementierungspartner entschieden haben, war einfach, dass wir von Anfang an gesagt haben, durch diesen Change und durch diese Veränderung, die wir halt mit der Einführung bewirken werden, wollen wir halt auch schon im Auswahlprozess alle mit reinbringen und haben und dadurch fiel die Wahl halt auch auf Salesforce und weil einfach Salesforce alle Kriterien erfüllt hat und auch die User, die bei diesem Auswahlprozess waren, auch für Salesforce gestimmt haben und vor allen Dingen auch, weil Salesforce uns im Change Management auch dort unterstützt hat. Und deswegen fiel auch mit die Wahl auf T-Systems MMS, weil wir auch hier mit T-Systems schon Erfahrungen hatten. Wir haben schon den Color Visualizer mit T-Systems umgesetzt in der Vergangenheit oder auch die HoloLens. Jan, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute über dieses Projekt berichten dürfen. Ich war gemeinsam mit Denise Jurath die Projektleiterin für dieses Projekt und werde vielleicht auch ganz kurz sagen, wie wir das Projekt umgesetzt haben. Wir haben uns hier gemeinsam mit Schwan Cosmetics entschieden, ein eher hybrides Projektvorgehen anzuwenden, als smarte Kombination sozusagen aus dem eher klassischen und dem agilen Ansatz. Wir sind hier tatsächlich sehr klassisch in dieses Projekt gestartet, in der Anforderungsphase und haben tatsächlich gemeinsam erstmal ein Big Picture für diese Anforderungen ausgestaltet, um zu verstehen, wo geht die Reise hin. Wir haben uns dann dafür entschieden, einen Prozessdurchstich sozusagen als Hauptorientierung für uns festzusetzen, der dann tatsächlich als Scope für uns gedient hat. Im Projekt war es so, dass wir natürlich feste Rahmenbedingungen hatten. Das heißt, wir hatten einen festen Budgetrahmen erstmal, mit dem wir haushalten mussten. Und trotzdem hatten wir natürlich auch einen bestimmten Leistungsumfang, den wir gern umsetzen wollten in diesem Rahmen, um einfach den Vertriebsmitarbeitern bei Schwan Cosmetics direkt im ersten Schritt bei der Einführung den maximalsten Nutzen zu bieten und natürlich damit auch eine Akzeptanz herbeizuführen. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr klassisch diese Anforderungen gemeinsam bestimmt. Wir haben diesen Hauptprozess bestimmt und konnten daran auch sehr, sehr gut beraten. Schwan hat sich auch recht früh dafür entschieden, am Salesforce Standard orientieren zu wollen. Das hat natürlich unsere Beratung im Hinblick auf die Prozesse deutlich zielgerichteter gemacht. Und wir haben uns dann schon in dieser Phase dafür entschieden, die Anforderungen in Form von User Stories auszudefinieren und ja, da Hilfestellung geleistet, damit Schwan befähigt wurde, diese User Stories zu erstellen. Und haben uns dann in der Umsetzung für den eher agilen Ansatz entschieden, sind dann sozusagen geswitcht und haben dann unseren Scope in 2 Wochen Sprints umgesetzt, haben vorher ein Sprint-Planning gehabt, wo wir ganz konkret nochmal auf die Ziele für den Sprint forciert haben, uns darüber verständigt haben, was soll am Ende des Sprints da sein. Dann gab es immer ein Review, wo wir diese Ergebnisse vorgestellt haben und Schwan Cosmetic hatte dann als Team die Möglichkeit, diese Ergebnisse immer zu vertesten, sodass wir relativ schnell im Projekt eigentlich immer reagieren konnten und Anpassungen relativ schnell durchführen konnten und so immer relativ gut justieren konnten. Das hat sich hier in diesem Zusammenhang sehr gut bewährt in diesem Projekt. Wir haben ja dann sozusagen einen, ja, hybriden Ansatz, ein teilagiles Projektvorgehen. Ich würde gerne wissen, welchen Beitrag müssen denn Product Owner leisten, um Erfolg zu garantieren, ne, bei so einem hybriden teilagilen Ansatz? Ja, richtig. Also ich glaube ganz persönlich, ein Product Owner hat eine sehr, sehr zentrale Rolle im Projekt, fast egal, welches Projektvorgehen man hier anwendet, wenn nicht sogar die zentralste Rolle auf Kundenseite, eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Und daher muss der Product Owner auch einen relativ hohen Zeitinvest in diesem Projekt mit einbringen. Ne? Und das auch neben dem Daily Business. Ich glaube, das ist für jeden Kunden eine große Herausforderung, weil gerade in dieser Anforderungsphase natürlich sehr viel Input von Kundenseite notwendig ist. Und deswegen ist man natürlich ein Stück weit abhängig im Projektfortschritt, wie stark kann der Product Owner sich einbringen. Es empfiehlt sich immer, dass der Product Owner ein aktives Teammitglied ist, das heißt auch wirklich an allen Teammeetings teilnehmen kann, immer up to date ist, immer einspringen kann und da natürlich auch relativ schnell Rückfragen klären kann. Ne? Entscheidungsbefugnisse sind natürlich auch ganz wichtig. Es ist natürlich sehr sinnvoll, wenn Entscheidungen schnell getroffen werden können, ne? Wenn der Product Owner direkt eine Entscheidung auch mitgeben kann. Und dafür ist es natürlich auch notwendig, sich ein Stück weit auch in dieses neue System einbringen, eindenken zu können. Das hat bei Schwan Cosmetics ganz super geklappt. Hier haben die Product Owner ganz aktiv mitgestaltet tatsächlich und sich da reingedacht in das Thema. Ein Product Owner sollte auch ein vollumfassendes Wissen haben über die eigenen Unternehmensprozesse, weil es einfach klar, die werden abgebildet im neuen System. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man, wenn man einen Prozess darstellen möchte, dass es auch immer so ist, dass die Product Owner, ich sag mal, die Wechselwirkungen auf die Unternehmensprozesse kennen und auch immer sagen können, okay, wenn wir jetzt diesen Prozess auf diese Art und Weise darstellen, dann hat das Auswirkungen auf den anderen Prozess bei uns. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, es ist immer wichtig als Product Owner klar abzuwägen, wie viel will ich in dem System anpassen und wie stark kann ich auch die eigenen Prozesse hinterfragen. Und deswegen hat der Product Owner eine sehr, sehr wichtige Rolle und das hat bei Schwan Cosmetics ganz super funktioniert und da sind wir sehr froh drüber. Dann muss man ja sagen, das Projekt wurde ja während der Pandemie sozusagen umgesetzt. Deshalb mal, also Hand aufs Herz, Corona und die Folgen fürs Projekt. Was hat es für Auswirkungen gehabt? Ja, das ist richtig. Also Corona hat uns mitten im Projekt getroffen, mitten in der ersten Phase im MVP-Ansatz. Ja, und das hat es natürlich nochmal kräftig durchgeschüttelt. Und hat aber auch nochmal gezeigt, Corona, dass die Einführung des CRM-Systems halt wichtig ist und dass wir das brauchen im Unternehmen. Und deswegen dürfte es eigentlich auch für dieses Projekt keine Verzögerung geben. Und das hat's halt, haben wir halt auch geschafft als Team. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken an das gesamte Projektteam, nicht nur bei Schwan Cosmetics, sondern auch bei T-Systems MMS, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, wenn eine Pandemie einbricht, die Veränderung bringt, nicht nur in der Arbeitswelt, auch privat. Plötzlich ist alles Kopf. Man hat plötzlich Kinder daheim, die man nebenbei noch Homeschooling machen muss, dass halt wir das Projekt so erfolgreich durchgeführt haben. Ja, und was haben wir auf unserer Seite gemacht? Wir haben 100% Remote gemacht. Also das, was wir vorher im Projektraum schön an die Wände Prozesse gezeichnet haben, passierte da nur noch Remote. Wir haben das Projektcontrolling stärker gemacht. Wir haben Backups geschaffen. Das heißt, der Fokus der einzelnen Teammitglieder hat sich erweitert, dass falls jemand ausfällt, man das mit übernehmen kann. Ganz wichtig auch bei uns im Projektteam das Stimmungsmanagement, um einfach zu sehen, wo müssen wir noch was machen, wo können wir gegensteuern. Wir mussten unser Schulungskonzept komplett neu aufsetzen. Es war eigentlich geplant, dass wir es in Präsenz machen. Das wurde dann 100% auch remote. Wir haben es modular aufgesetzt mit Self-Learning-Einheiten, weil natürlich auch unsere Kollegen, die dann geschult werden sollten, andere Arbeitszeiten plötzlich hatten und auch das angepasst. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben nochmal die Kommunikation angepasst an die Stakeholder. Warum machen wir das Projekt? Warum machen wir gerade jetzt nochmal ein Change bei uns im Unternehmen, wo gefühlt die ganze Welt gerade sich ändert? Warum wollen wir das jetzt unbedingt haben? Und das haben wir nochmal diesen Nutzen rausgestellt, um halt auch da das Vertrauen von den Kollegen zu bekommen. Ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten, also auch von meiner Seite ein Dankeschön, dass wir das tatsächlich so gut gemeinsam gemeistert haben. Wir hatten zu Corona tatsächlich die Herausforderung, wie es immer so ist, es kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir waren tatsächlich in der Abschlussphase des Projektes, wir waren kurz vor Go Live. Natürlich hatten wir geplant, uns vor Ort zu treffen, alles zu besprechen, Schulungen durchzuführen.
Das hat jetzt so nicht stattfinden können, ne? Wir hatten natürlich auch einen Liefertermin, den wir halten wollten gemeinsam. Aber da kann ich mich wirklich nur anschließen. Wir haben das mit einem sehr hohen gegenseitigen Verständnis gemacht und waren so wie immer in diesem Projekt auf Augenhöhe unterwegs. Wir haben gerade Denise und ich auf der Projektleiterebene ganz, ganz viel und transparent miteinander kommuniziert und geschaut, wo können wir gegebenenfalls Ausfälle von Kollegen kompensieren, wie können wir damit umgehen. Wir hatten also ein sehr gutes Miteinander. Die Kollegen haben die Arbeitszeiten teilweise in die frühen Morgenstunden und die späten Abendstunden verlagert, um irgendwie hier tätig werden zu können und die Zeit doch noch leisten zu können. Wir hatten also ein sehr starkes Teamgefüge und das war ein sehr gutes Gefühl, sodass ich glaube, dass wir tatsächlich am Ende des Tages sehr gut mit Corona umgegangen sind. Wie Denise schon angesprochen hatte, mussten wir die Schulungen jetzt remote durchführen. Das war natürlich für die Kollegen erstmal eine neue Situation, einfach auch zu schauen, wie können wir das möglichst interaktiv gestalten, wie können wir uns direkt Feedback von den Kollegen einholen, wie die Schulung läuft, wie können wir das erkennen, trotz der Tatsache, dass wir online unterwegs sind. Also summa summarum hat es uns getroffen, aber wir sind damit recht gut umgegangen und darüber bin ich sehr froh und wir konnten dadurch das Projekt auch just in time abliefern und mit einem sehr guten Ergebnis. Ja, an der Stelle hätten wir eine kleine Umfrage für Sie. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört über die Themen in Digitalisierungsprojekten. Wir würden gerne wissen, was ist denn für Sie die größte Herausforderung in der Regel bei Digitalisierungsprojekten? Stimmen Sie gerne hier unten im Tool ab. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie sich dort nicht wiederfinden, schreiben Sie es gerne in den Chat, was denn Ihrer Ansicht nach die größte Herausforderung ist. Sonst nutzen Sie einfach hier die Klickoption und lassen das mal noch kurz offen, sodass Sie die Möglichkeiten haben, die Auswahlmöglichkeit alle zu erfassen. Ich sehe hier, Change Management gewinnt gerade so ein bisschen das Rennen der Balken. Ja. Okay, also größte Herausforderung für Sie scheint das Change Management zu sein, aber es gibt ja auch positive Veränderungen, mit so einem CRM. Was ist denn konkret bei Schwan Cosmetics positiver geworden seit der Einführung des CRMs? Ja, also die vollendliche Ausführung des Systems haben wir seit Juni diesen Jahres. Wie gesagt, wir hatten zwei Phasen. Die zweite Phase ist im Juni abgeschlossen und man kann halt jetzt schon sagen, wir haben den Single Point of Truth. Also wir haben den 360-Grad-Blick auf den Kunden. Wir rücken näher an den Kunden. Die Zusammenarbeit klappt dadurch global viel besser, schneller. Wir sind alle informierter. Dadurch, dass wir neue Standards gesetzt haben und Silos aufgebrochen haben, ist auch jetzt schon merklich zu erkennen, dass die Effizienz bei uns im Vertrieb sich deutlich erhöht hat. Die Vertriebssteuerung, dadurch, dass wir mehr Analysen, mehr Daten haben, wurde dadurch auch natürlich optimiert. Und auch im Gesamtunternehmen ist es einfach so, dass sich die Kundenzentriertheit dadurch auch verbessert hat. Das heißt, jeder in unserem Unternehmen, der Zugang zu Salesforce hat, hat einen Blick auf die Kundenbedürfnisse und das merken natürlich auch unsere Kunden. Ja, zum Schluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, Frau Jurath, was sind denn Ihre persönlichen Erfolgskriterien einer CRM-Einführung? Ich denke, oder aus meiner Sicht gibt es zwei Themen, warum ein Projekt erfolgreich ist. Zum einen ist es, wir haben das Projekt on time, in budget, in Pandemiezeit abgeliefert. Das ist ein riesiger Erfolg und da sind einfach die Weichen schon am Anfang gestellt worden. Wir haben die richtige Systemauswahl getroffen. Wir haben Projektstrukturen festgelegt, Ziele, KPIs, also all das, was der Baukasten hergibt für ein Projektmanagement. Und das haben wir geschafft. Und was auch wichtig war und was Christine auch schon gesagt hat, wir sind immer am Standard versucht zu bleiben und haben uns eher überdacht, als dass wir sagen, das System muss sich andenken. Und das war ein riesiger Erfolg. Und der zweite Erfolg, der für mich aber persönlich noch viel wichtiger ist, wir haben eine sehr hohe Adoption Rate. Das bedeutet, bei uns im Unternehmen und primär im Vertrieb nutzen die User es und nutzen Salesforce mehrmals täglich und die Akzeptanz ist einfach da.
Und das ist einfach, weil wir ein sehr gutes Change Management aufgesetzt haben. Wir haben sehr viel Zeit investiert. Wir haben einen sehr großen Baukasten gehabt, den wir kontinuierlich benutzt haben, was sehr, sehr anstrengend war teilweise. Aber wir haben, das hat sich ausgezahlt. Und was auch weiterhin ist, es ist ja nicht nur die Einführung, sondern wir supporten das System weiterhin. Wir entwickeln es weiter. Und das macht das Projekt allgemein so erfolgreich. Und wie von mir genannt und auch Christine, ist das eigentlich nur durch die gute Teamarbeit hat das alles so gut funktioniert und wird auch das System aktuell und weiterhin zukünftig so weiterhin gut genutzt bei uns im Unternehmen. Super. Dann wären wir mit zumindest meiner Fragerunde durch. Sollten Sie noch Fragen haben an unsere beiden Referierenden, schreiben Sie die uns gerne in den Chat, bevor wir dann zum Feedback kommen. Ich habe ja eine Frage aufgegriffen. Vorhin war ja auch bei der Umfrage das Change Management als kritischer Faktor genannt. Vielleicht können wir noch ganz kurz die Frage beantworten. Wie wurde das denn angegangen? Also wie wurde konkret das Change Management denn angegangen? Also wie schon gesagt, wir haben das von Anfang an sehr konsequent durchgesetzt und wir haben von Anfang an uns überlegt, wie machen wir das? Und es war zum einen, wie kommunizieren wir an die Leute, also in welcher Sprache, wie kommunizieren wir an die verschiedenen Stakeholder, in welchem Turnus, welches Medium. Also wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht und wir haben uns aber auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn Feedback zurück? Weil nur sprechen ist gut, aber wir wollen ja auch lernen und wir wollen Feedback zurückbekommen und auch dies einarbeiten. Und da haben wir auch die verschiedenen Medien gemacht. Als Corona noch nicht war, haben wir gesagt, wir machen so ein Coffee Table. Also man kann uns an der Kaffeemaschine treffen und zu festen Zeiten und mit uns reden. Man kann bei uns natürlich auch digital machen. Wir haben Promotoren eingesetzt. Also das waren Personen aus den verschiedenen Fachbereichen, User wie auch teilweise Führungskräfte, die wir als erstes informiert haben, die uns Feedback gegeben haben, die einfach auch gesagt haben, wie ist die Stimmung gerade? Und das war uns sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und der dritte Punkt war, wir haben gesagt, es muss Spaß machen und es muss emotional begleitet werden. Und wie gesagt, wir haben ein Maskottchen erschaffen, das halt spielerisch das Ganze auch kommuniziert hat und diesen Spaßfaktor mitgebracht hat. Und es hat uns begleitet und wird uns auch weiterhin begleiten. Und das war das Change Management, was wir, wie gesagt, kontinuierlich über die komplette Projektdurchlaufzeit immer wieder gemacht haben. Sie sehen also große Herausforderungen, Change Management, aber Sie müssen keine Angst davor haben. Das kann auch ganz gut funktionieren. Ich bedanke mich bei den beiden Referenten, Christine Mickern und Denise Jurath. Es geht hier gleich weiter im Livestream. Sie kommen einfach über den klickbaren Link dort oben zurück. Aber vorher würde ich mich freuen, wenn Sie uns kurz noch Feedback zur Session geben. Teilen Sie uns einfach gern mit, wie Sie es fanden. Und Sie können sich rechts hier auch noch, sehen Sie im Bereich, das Handout herunterladen oder auch das CRM-White Paper. Wir sehen uns dann später hoffentlich wieder an ein oder anderer Stelle und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal weiterhin viel Spaß im Livestream.